großer Bahnhof auf dem Freudenstädter Marktplatz. Für ein Wochenende steht die Schwarzwaldstadt ganz im Zeichen der Mountainbike-Bundesliga. Das Highlight für die Zuschauer macht den Auftakt. Beim Shortrace heizen die Mountainbike-Racks mitten über den Marktplatz. Das gibt es so sonst nirgendwo. Klar, am Anfang überraschend für Fahrer, aber für viele auch einfach ein Highlight, einfach mal in der Stadtkulisse zu fahren. Und dann auch als besonderes Highlight halt die Fontänen, was wir im Hintergrund haben, wo die Fahrer durchfahren auch direkt. Und wenn dort halt einer hinfällt, ist er halt auch mal nass. Und das sind dann schon besondere Highlights für Fahrer in dem Sinne. Und vom Streckenlayout her ist es genau das, was man von der UCI, vom Weltverband auch erfüllen muss, was die Schwierigkeit und der Länge betrifft. Also von daher sind wir genau perfekt in dem Rahmen drinnen. Ich glaube, es sind 10 Höhenmeter, was genau an der Treppe da drüben ist. Aber eigentlich sind es 900 Meter Rundkurs und wie gesagt halt marginal Höhenmeter, aber darum geht es in den Rennen auch gar nicht. Die Fahrer, die sollen dicht beieinander bleiben. Also die Leute, die Zuschauer, die sollen sehen, wie um die Positionen gekämpft werden. Einfach Spannung, also wie ein richtiges Formel-1-Rennen eigentlich auch. Also dauerhaft immer alles im Blick zu haben. Also die Short-Track-Races an sich sind schon ziemlich speziell, finde ich, weil es eine Disziplin ist, die wir nicht so oft machen außerhalb von den Weltcups. Das macht, dass ich es auch gerne fahre jetzt im Bundesliga-Rennen. Auf so einem Marktplatz ist natürlich die Atmosphäre hier nochmal extra cool, weil es gibt einige Leute zum Zuschauen. Ich denke auch Leute, die nicht so viel mit Radfahren zu tun haben, nur weil sie zufällig hier sind. Und das ist natürlich immer cool. Lange führt die Weltranglistenerste das Weltsouverän an. Am Ende landet sie auf Platz 2. Ist Anne Terpstra enttäuscht? Ein bisschen so natürlich. Ich habe ja im Rennen schon Gas gegeben in der Hoffnung, dass ich ein bisschen stärker sein würde als der Rest. Aber am Ende weißt du nie genau, ob es hinhaut oder nicht. Und wenn ich mal 2 Sekunden nicht aufgepasst habe, hat die Nadine mich überholt und da bin ich am Ende einfach nicht mehr vorbeigekommen. Beim Cross Country in Christophstal will sie nochmal angreifen. Ich werde morgen eigentlich mein eigenes Rennen fahren, so wie ich das jedes Rennen versuche. Es ist aber ein körperlich ziemlich anspruchsvolle Strecke, also es gibt da echt relativ lange Anstiege. Deswegen denke ich, ist es klug, um nicht zu früh zu schnell zu fahren und nicht zu überziehen, aber einfach ein gutes Pace zu halten über das ganze Rennen und das werde ich versuchen.